Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi, da sind wir wieder. Ah, euer Kashi wieder mit Gothic. Ich mache mir den Safe-Set wieder neu. Also, wir haben hier unseren Typen im Innern. Oh, das ist ein Loch. Eigentlich will ich mir jetzt gerade nur unsehen, ob es Items gibt. Oder Items, oder wie man es immer ausspricht. Fischkidiger! Gucken wir mal, ob da was rumliegt, was mir helfen kann. Man sieht nach einem klaren Nein aus. Nö. Nö, nö, nö. Nö. Wollen wir es mal wagen? Ach, wie genial. Dafür ist dann wahrscheinlich das Loch an der Seite. Aber ich habe noch gar nicht geguckt. Ah, langsam. Langsam. Vielleicht liegt da hier was. Ah, okay, dann haben sie den Stein einfach nur gemacht. Von wegen, dass du beim Runtergucken auszusehen runterfällst. Würde ich jetzt mal knapp behaupten. Ach komm, ich habe keinen Bock darauf. Ich bin zu faul, sorry. Ja, ich würde sagen, dieser Stein ist echt dafür da, falls du beim Runtergucken runterfällst. So, dann wollen wir den Lappen darin mal besiegen. Na komm schon. Ah, das Schwert. Er lässt mir keine Chance. Ah. Gott, ich weiß, warum ich die hasse. Die Typen. So, und mein Laptop. Jetzt, wo er wieder halbwegs funktioniert, muss ich nicht mal mehr Arbeitsspeicher spendieren, weil wenn seine interne Grafik den Arbeitsspeicher abzwirkt, um Grafik zu haben, muss ich da echt mal was tun. Wunderbares Schwert. Aber er rendert. Er rendert Dinge. Dem Wege komme ich ja halt nicht mehr raus. Tränke. Ich glaube, das liegt an irgendeiner der Mods, dass da hier, ne? Die Sachen anfangen rumzufliegen. Ich würde fast sagen, einer der DirectX 11 Mod, würde ich es fast behaupten. So viele Mods habe ich ja gar nicht, nutze ich ja gar nicht. Das ist halt nur die DirectX 11 Mod. Ich glaube, die verursacht dieses Objektplatzhalter-Problem. Dinge anfangen zu fliegen. Jetzt ist die Sache. Was jetzt? Kuchle, könnte der 5 Orkschaman, das Schiffer steht vor mir. Aha. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich eigentlich getötet habe. Ah, die Leiche ist verschwunden. Es ist aber die Sache. Ah. Was jetzt? Ah, ich glaube, ich könnte diese Todesfalle umgehen. Ich würde es mal hoffen.
Oh, ich habe mir schon wieder die Nase blutig gekratzt. Oh. Na, ich hab gerade die Nase gejuckt. Ich habe jetzt einfach nur kurz gekratzt und... Oh, jo, er blutet. Wie auch immer ich das immer mache. Ich meine, okay, vielleicht sind meine Fingernägel schärfer als Rasierkling. Das kann gut angehen. Hammerhart aufgekratzt und am Bluten. Passiert irgendwie immer. Wie auch immer ich das immer schaffe. Aber nett. Ey, Alter, ich finde das brutal, ey. Aufgeritzt, blutet wie so. Okay, hier ist ja so gesehen kein Eingang. Wahrscheinlich ist das dahin noch kein Eingang. Ah, komm Leute, wir versuchen das nochmal unser Glück. Safe State. Können wir uns das Schwert eigentlich ansehen? Nein. Ah, Weltenspalter. Dies war das Schwert des untoten Ork-Priesters. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Ah, vielleicht. Könnt mir denken, wer es wüsste. Unser Magierfreund. Wow, das muss gesaved werden. Unbedingt, wir sind hier. Haha. Okay, was? Wie sieht aus den Zeit? Hier ist nichts an Symbolik. Hey! Okay, das Ding fällt wieder hoch. Okay, das scheint eine Geschichte zu erzählen. Wir sollten speichern, wir werden hier sowas von sterben. Okay, der Knopf öffnet links. Ja, okay, ich habe jetzt nicht gemerkt, was links und rechts ist. Und er öffnet beides, aber setzt mich Todesgefahren anscheinend aus. Ah, natürlich ist hinter mir zu. Was hast du? Öffnen beides. Ein bisschen Kämpfen hat noch niemanden geschadet. Oh, Scheiße. Moment, das ist scheißegal? Ach, dann... Ah, okay. Ja, ich verstehe es. Wenn ich mich in den Kampf aussetze, kriege ich ja beides. Oh, scheiße. Mach mal ein Safe. Für Gothic 2 mache ich ein Safe State 2. Oh, scheiße. Komm immer mehr. Mal auf, immer mehr zu werden. Voll verkackt, wollte ich gerade sagen.
Aber hat doch noch Glück gehabt. Okay, jetzt ist hier sogar wieder offen. Komme ich da eigentlich hoch? Kommst du? Sind hier Dinge? Nein, aber es ist die Statue eines Dämonen. Natürlich tust du dir weh. Ja, mein braver Laptop. Hier Dinge rendert. Für euch. Ich meine, ich kann unmöglich hier mal so riesige Folgen hochladen. Ich meine, die sind wirklich riesig. Deswegen halbiert er sie in der Größe. Bei gleichbleibender Qualität. Ah, das muss ich nicht mehr drehen. Das ist also die Sache. Wie? Was denn will ich hier gucken? Ach. Wir hätten es echt einfacher haben können. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Wenn wir das jetzt echt einfacher hätten haben können, dann bin ich ein bisschen sad und beleidigt und ein bisschen sauer. Wir hätten es wirklich einfacher haben können. Ich hätte einfach nur geradeaus laufen müssen. Wow, das ist nicht der Weg gewesen zum wieder raus, das ist der Weg, der hier hinführt. Wow! Wow, bin ich jetzt so ein bisschen pissig. Wow! Ich hätte mir die Sprungpassage komplett ersparen können. Wow, ey, das ist so... Boah. Das macht mich jetzt wirklich fertig. Ich hätte mir die Scheiße ersparen können. Dieses Rumgejumpe hier hätte ich mir so ersparen können, die ganze Zeit über. Wow. Wow. Ah, er hat mich gesehen, ne? Ja, ja, er kommt. Wow, stärker ist wirklich besser. Ach ja, du lebst doch noch. Dass er selbst von den niedrigen Dämonen als Freund angesehen wird, das schockiert mich ein bisschen. Warum ist da eine Knopfplatte? Trollfaust, die müssen wir uns gleich auch mal ansehen. So, was ist Trollfaust? Sogar noch mal stärker. Ist das dein Scheiß Ernst? Die Trollfaust sogar noch mal fett stärker. Und sieht verdammt gut aus. Alter, Stärke 100, du willst mich verarschen. Ich jetzt erstmal im Ernst, schaut euch die Werte an. Schaden 100. Benötigte Stärke, ne, ist klar. Eine Zweihandwaffe hat einen echt guten Wert. Verdammt guten Wert, das Ding würde ich verkaufen wollen. Aber ich glaube, das werde ich noch brauchen. Das Design ist verdammt geil.
Aber Schaden, ne? Das Ding macht 100 Schaden. Wie geil ist das denn bitte? Zwei Treffer. Zwei verfickte Treffer. Wow. Digga. Wow. Alter, zwei verfickte Treffer. Boah, du machst mich fertig, Spiel. Du machst mich so fertig. Wow. Das Spiel macht mich wirklich fertig. Es macht mich nur noch fertig. Ich hab die Pisse in den Augen stehen. Aber sowas von. Boah, ich hab richtig Pipi in den Augen. Mach da nicht das Horn nochmal. Das war's wert. Ich sammle hier doch die ganze Zeit Traumruf ein, ne? Keine Wertveränderung. Manchmal bringen sie eine Wertveränderung. Irgendwas halt. Na, ja, anscheinend habe ich die schon mal durchgegriffen, oder? Schwarzer Weiser? Hast du auch schon durchgegriffen. Ja, okay, bringt ja nicht mehr so viel. Wir schon wieder eine maximale Lebensenergieflasche. Nehmen wir uns rein, Digga. Und es ist ein maximales Mana. Nehmen wir uns rein. Essenz der Stärke 3, Essenz der Stärke 8. Ich glaube, die nehmen wir echt später. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich schon verschwenden will. Erstmal gucken, ob wir sie noch so gebrauchen können. Was passiert eigentlich, wenn ich das wie Knöpfe drehte? Nichts. 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 Ich dachte, ihr seid Knöpfe. Anscheinend seid ihr keine Knöpfe. Anscheinend seid ihr nur lästiges Beiwerk. Wow. Oh, wow, das ist ein Tempel. Wow. Ich glaube, dahinter ist der Schläfer. Verwende meinen Arsch drauf. Jetzt hier runter. Es geht tief. Oh, sehr tief runter. Oh, da ist ein Schamane. Oh, er will reden. Komm mal ein bisschen schneller. Schneller. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Ja. Scheiße, er verfolgt mich noch. Wirklich, da ist ein Dämon. Ich weiß zwar nicht, wo du hinrennst, ne? Aber ich renne jetzt mal dahin. Idiot. Er ist einfach nur geradeaus gelaufen, anscheinend ohne Sinn und Verstand. Aber es hat mich jetzt ein bisschen schockiert, dass ich an dem rein
gar nichts an Schaden mache. Vielleicht muss ich wirklich zu Tyras zurück. Jetzt langsam. Spreche ich den Namen eigentlich jemals richtig aus? Tyras? Ich mach keinen Schaden. Akokalyptischer Tempel. Lass dich hier nicht mehr blicken. Nö, hier komme ich nicht weiter. Lass dich hier nicht mehr blicken. Ja, hier kommst du nicht mehr weiter, mein Lieber. Aber wir lösen wenigstens nochmal das Gespräch aus. Ich muss auch noch den Tagebucheintrag machen. Ha? Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Eigentlich will ich jetzt einen Tagebucheintrag und die Belohnung haben. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Und am besten so schnell weg wie möglich nebenbei noch. Oha, sein Verfluch verfolgt mich bis hierhin. Aber diesmal rennt er mir nicht ohne Sinn und Verstand hinterher. Finde ich gut. Vielleicht habe ich ihn auch einfach zu sehr getriggert gehabt. Das ist aber meine Befürchtung, dass jetzt alle Monster neu gespawnt sind. So, wir gucken mal. Oh, eine Waffe, die mächtiger ist als alles andere. Aber natürlich schlägt er wieder einen Dämon. Warum nicht? Platz dein niedriges Fußvolk. Aber jetzt, wo ich das Schwert hab, wisst ihr was? Teleport. Das ist der richtige Teleport. Zeigt er mir ihn an. Natürlich sollte ich ein bisschen Mana trinken. So, Teleport zum Dämonenbeschwörer. Tyras. Was? Okay, ich kann mich hier nicht raus teleportieren. Ich muss wohl. Oh Gott. Ich muss wohl weiter zum Anfang. Ich bin wohl zu tief im Gewölbe. Um mich einfach hier easy peasy wieder rausporten. Würde ich jetzt mal knapp behaupten. Natürlich, neuer Minecrawler. Neue Orks.
War das klar oder war das klar? Aber jetzt, ihr Lieben, mache ich so viel Schaden. Da kommt Merkwalle angerannt. Angerannt! Ja, wir nehmen den Weg nach draußen. Das ist die Idee. Wir schlachten uns durch diese Kackviecher durch und gehen den Weg straight wieder nach draußen. Ist noch ein Minecrawler? Yep. Und sogar mehrere. Nochmal danke für den Stufenaufstieg. Wisst ihr, was wir nehmen sollten? Licht. Licht klingt nach einer Idee. Oh, wow, 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 da hängt ein Toter. Oh, da hängt nicht nur ein Toter. Holy shit. Hier hängt nicht nur einer. Also, ein bisschen habe ich mich erschrocken, aber nur ein bisschen. Was mit Blutschneide, Scheide, keine Ahnung. Frag mich nicht, was ich da irgendwas mit Blut gerade aufgenommen habe. Frag mich nicht. Nö, frag mich nicht, keine Ahnung. Geht's einmal lang? Machen wir dich so fertig. Wenn du an der Kante schon hängst. Danke, Autosave. Du hast dich schon lange nicht mehr blicken lassen. Muss man mal wirklich sagen, Autosave. Wo lang geht's denn hier? Boah, ich habe keine Ahnung. Will ich wissen, wo lang es hier geht? Wollen wir das wissen? Wollen wir es wirklich wissen? Na klar. Was hast du da? Nitter. Okay, ich habe mich selbst in eine Falle reinmanövriert. Das ist nicht toll. Yokoshi, bist du hier gefangen, ne?
Ah, Laptop ist fertig. Dinge tun. Ja, das ist die Sache. Rätsel lösen. Nur wie? Hier keine auffallende Symbolik. Ne, ja, hier fällt auch rein gar nichts auf. Also ist das wie immer Glückssache. Das war auf jeden Fall der falsche. Definitiv. Der falsche. Okay, ist vielleicht eher der richtige. Weißt du was, ich sollte ihn noch von der anderen Seite drehen. Dann sehe ich wenigstens, was mich erwartet. Du kannst ihn nicht von der anderen Seite drehen. Oh, du bist so ein Held. Nein, das klang auch nicht nach dem richtigen. Sehr seltsam. Auf dem, während er auf dem Stein war, konnte ich ihn jetzt nicht töten. Okay, ob du richtig liegst, sehen wir, wenn das Licht angeht. Oh, wow. Gott. Pickenhölle. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Gib mir eine Chance. Ah! Mieser kleiner Wichser. Und wir haben leider falsch gespeichert. Ah, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Kaschi. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Und hauen Sie rein. Wir machen das nächste Mal weiter. Ich frühstücke noch ein paar Tränke. Und dann sehen wir die Scheiße dann. Bis dann, haut rein. Tschüss.